Whoa. Okay. Wie hochpraktisch. Dann können wir ja gleich ein bisschen... Du hast Hunger. Dann trink doch einen Schluck. Alltag so. Bist du drunk, ne? Ja. Wäre ziemlich peinlich gewesen, wenn das nicht den Status-Effekt drunk gemacht hätte. Ja, das werden wir nicht brauchen. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Sind das Rex? Nee. Ich hatte... Wo hatte ich die? Hier. So, dann haben wir ein weiteres Bardending. Die Frage, ob es auch Bart Gloves gibt. Das ist es auf jeden Fall noch nicht. Bleibt das aus mal hier. Okay. Mehr Informationen. Judging by the records from the cemetery books, das wäre gut, da sind wir gerade. A generous reward awaits those who deliver the relics of the saints to the altars. Haben wir schon gemacht. Relics of the saints to the altars. Okay, das würde suggerieren, dass es mehrere sind.
Die Mumie mit dem Brummschädel, das ist... Oh, hallo? Direkt hier hinter. Wie muss ich da hinkommen? Ja, das schreibe ich mir später mal auf. Okay, kommen wir zumindest dahin. Wo ich irgendwann mal hin wollte. Also, es ist ja hier recht arm an Ressourcen. So, das macht das auch. Kein Superbier jetzt. Aua. Okay, super cool. Okay, super cool. Ich glaube, wenn ich ein bisschen schneller bin, kann ich auch einfach rausgehen aus diesem Waldstück. Ja, aber schon länger nicht mehr gespeichert, so wie es aussieht. Okay. Memo an mich, häufiger speichern. What? So lange nicht? Okay. Okay, ja, zumindest können wir uns die Anprobiererei der Badensachen sparen. Weiterhin können wir uns... Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben.
Gute Nacht, Cleotra. Wer kann sich nicht bewegen? Du kannst dich nicht bewegen. Das gleiche, ne? Sind wir jetzt wieder ungefähr da, wo wir waren? Glaube schon. Okay. So, dann noch mal mit Gefühl. Okay. Ich bin nicht da, wo ich letztes Mal war, oder? Hier war ich, glaube ich. Ja, hier war das.
Weiß ich nicht mehr, wo ich bin? Hier bin ich. Hey, Idiot. Könnt ihr überhaupt herkommen? Nee. Aber bevor ich euch vergesse, sollte ich mal schnellstmöglich zu euch gehen. Das geht. Komm, mach nochmal einen Schritt. Ja, da brauchst du Accuracy. Accuracy, würde ich sagen. Nee, da kannst du auch nicht treffen. Muss schon ein Gegner vorhanden sein. Das ist besser. Okay. Ist jetzt hier Frieden eingekehrt? Wieso war ich hier nicht? Kein Grund. Okay, das haben wir geklärt. Das haben wir auch geklärt. Obwohl ich weiß immer noch nicht, was unten ist. Ja genau, hier ging es noch weiter. Da wird es ja dann vielleicht auch einen Hinterhalt geben.
siehst interessant aus. Du brennbar? Jo, ja. Okay, du hast ein bisschen mehr Hitpoints. Also gerade von Weitem ist dieser Partikeleffekt ganz interessant. Das ist mehr als das Doppelte. Okay. Speichern. Da waren wir schon. Okay, dann wollen wir das jetzt hier erstmal abschließen. Da liegt noch so ein Ding rum. Können wir ins Wasser, okay. Da ist ein Loch. Und so kommen wir dahin. Da ist eine Pressure Plate. Okay, hier wächst das Zeug schon durch die Wände durch. Okay. War einfach nur ein Durchgang? Sieht so aus. Ah, ich sehe dich.
euch irgendwie aggro gemacht, aus irgendeinem Grund. Ich meine, die lassen Food fallen, also würde ich mal vermuten, dass sie nicht ewig respawnen. Und wenn doch, wäre das ja ganz praktisch. Okay, da kommen wir nicht weiter. Wo war diese bescheuerte Pressure Plate? Warum ist das hier so dunkel? Da ist irgendwas. Wahrscheinlich muss ich von hier hin. So, da ist die Pressure Plate. Kann ich irgendwie nach da? Schön, diese Outline von den Mumien, das sieht echt ganz nett aus. Come on. Ja, die Faxendicke. Sorge, dass die uns hier den Rückweg abschneiden. Das ist ja ein bisschen wie dafür gemacht. Lassen wir erstmal noch zu, da kann nämlich keiner durch. Nice. Easy Bar. Nicht so, dass ich jetzt besser wüsste, was ich mit dem Skillpoint machen sollte, aber immerhin. Ist jetzt den ich gerade in Accuracy gesteckt habe, gleich wiederbekommen. Okay. Hier ist
Eine ganze Menge Gräber. Ja, eine Menge zu buddeln. The Cursed. Okay. The Memorial. Okay. Stand wahrscheinlich auf dem anderen Ding auch was dran. Ich müsste theoretisch auch die ganzen Gräber beschriften. Ja, ja, ich weiß. So, aber das scheint ja hier irgendwas Besonderes zu sein. The Crypt. Das ist schon beleuchtet, der ist also schon regelkonform bestattet oder was auch immer. Okay, hier sind wir jetzt rum. Da kann ich hin. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Da brauchen wir einen Schlüssel. Da brauchen wir einen Schlüssel. Hier konnten wir immerhin runter. Und ja, da kann ich hin. Da muss ich nach da. Okay. Okay, das machen wir mal gleich, weil ich meine, da war es ja nicht so einfach hinzukommen. Das hat bestimmt eine besondere Bewandtnis. Oder auch nicht. Auch irgendwo diese vielen Insekten, also diese größeren, dicken Insekten. Das nochmal. Oh, da liegt eine Wumme. Hinterhalt, vermeintlich. Kein Hinterhalt. Revolver, okay. Wir haben schon Revolver plus 1 gefunden. Also sind wir, wo auch immer wir den gefunden haben, würde ich mal sagen, hätten wir erst hier sein sollen, das heißt, wir sind hier nicht zu früh. Okay, da wollte ich hin. Zack, zack, zack.
ist jetzt. Secret. Oh, nice. Genau die haben wollen wir haben. Gottes Willen. Mehr Tote. Hier ist aber auch wirklich nirgendwo was, ne? Okay. Okay, wir haben da mehr Remains. Wir haben das und wir haben... Okay. Plus 4, plus 5 und 2. Du hast das Set. Das sind Light Armor. Okay, nein, bleiben sie. Behalten wir sie zurück. Wurscht. Okay. Die Seite kommen wir irgendwie so ohne weiteres nicht. Ja? Dann würde ich sagen, dann werden wir nochmal. Nee, da geht's noch weiter. Bevor wir dahin. Danach gucken wir dann nochmal kurz in das Dungeon und. Ups. Oh, hier, Moment, Moment. Ah, ne, du warst ja schon. Gott, ihr seid nervig. Da könnte was sein. Da war was. Okay. Findest du mich nicht, du Pfosten?
Es sind eine ganze Menge hier. Also zwei. Da ist eine Truhe. Empfänger. Okay, also ist das vermutlich da. Oder einen höher. Und wir müssen das... Okay, das drücken. Nee, das... Nee. Okay, wir müssen da irgendwie eine Möglichkeit finden, das zu aktivieren. Ach, Herr Jemine. Ich sehe, wo das Problem liegen wird. Ja, mal gut. Meine Fresse. So, wir können jetzt, denke ich, mal testen, ob die tatsächlich respawnen. Weil wir sind ja nur weit genug weg. Und die scheinen nur einmal zu kommen. Gone to my remains again. Okay.
Eieieiei. Okay, die spawnen einfach nur einmal Monster. Würde ich mal vermuten. Bzzz. Ach, ihr kommt da raus aus dem Loch, soll wahrscheinlich die Idee sein, ne? Ist mal gut, weißt du nicht, wo du hin sollst? Gott, du stirb doch mal! Mein lieber Mann! Also arg realistische Darstellung von fliegenden Insekten. Sie sind einfach lästig bis zum Tortinos. Du kannst das. Okay, jetzt müssen wir definitiv mal zurück. Und da ist der Knopf, okay. Nicht das gemacht, was ich gedacht habe, aber... Okay. Okay, ich würde sagen, die nächsten Tage gibt es dann Insektenkuchen. So, ich nehme an. Ja. Und zwar jedes Mal? Ja. Okay, also da müssen wir was drauf werfen. Wir können von hier werfen. Teleporter wäre dann auch nicht da, sondern hier. Werfen, danach da gehen, Knopf drücken und okay. Naja, das kriegen wir hoffentlich geregelt. Wieso war ich da noch nicht überall? Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Kommen wir hier irgendwie rüber? Ja. Okay, na, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hier müssen wir werfen und dann dahin. 1-1 rüber. Hat gereicht. Kommen wir dahin. Okay, einen ziemlich langen Weg nehmen.
ist jetzt die verdammte Wand aufgegangen? Da irgendwo, ne? Nice, nice. 10 Health Regeneration. Das ist nicht schlecht. Leather is light armor. Potion of Vitality habe ich dir gegeben. Trink die mal gleich. Hallo. Okay, da müssen wir jetzt in jedem Fall nicht kaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, früher oder später werde ich ihn eh lernen wollen. Und Water Magic 4 kann auch nicht schaden. Da haben wir einen besseren Iceball, Frostbolt. Also machen wir Water 4. Und lernen den. Und dann lernen wir, weil wir dabei sind, auch noch gleich. Achso, das war, ja. Nicht der richtige Zauber. Und du steigst ja schon wieder Level auf. Meine, wenn du das, die Sachen jetzt mal kurz auf isst. Okay, noch. Happen und du bist das nächste, bist auf dem nächsten Level. So, wir müssen hier ja irgendwie mal zurück. Mehr war da nicht, ne? Ja, ja, ihr könnt alle nicht mehr laufen vor lauter Kram. Hatte nicht eine. Du hattest noch so. Du machst ja hier mal Dings. Dem ganzen schweren Stuff. Und dann trage ich das. So, hier waren wir aus irgendeinem Grund noch nicht. Aber können wir eigentlich, wenn wir das in der Hand haben? Ja. Ist ja alles überhaupt kein Problem. Ich meine, wir können nichts vom Boden aufheben, aber hier ist ja eh nichts. Okay. 1 Secret, 2 Secrets, 3 Secrets. Das ist gut. Ja, da würde ich sagen, soll es das auch gewesen sein. Dann machen wir beim nächsten Mal im Dungeon weiter. Ich werde dann noch wahrscheinlich aufs... Nee, das machen wir onscreen. Das ganze Graben der Gräber, da wird ja immer was passieren. Wahrscheinlich. Vielleicht werde ich sie offscreen... die benennen, also die Namen aufschreiben. Ansonsten würde ich sagen, wo war das verdammte... Das hätte ich mir mal wieder... Wieso markiere ich mir das eigentlich nicht? Wo war das blöde Windgate? War das hier? Glaube. Ist das eigentlich auch ein Item-Teleporter? Sieht so aus. Ja, da haben wir uns gleich gegen den Kopf geworfen. Okay. Okay.
Ja, da würde ich sagen, machen wir das nächste Mal hier weiter und ich werde wahrscheinlich noch die Karte vervollständigen. Aber zum Buddeln, Aufbuddeln der Gräber sehen wir uns dann hier wieder. Was habe ich wieder? Bitte, ah, da ging es ja, stimmt, da ging es nicht weiter. Und dann gucken wir mal, dass wir beim nächsten Mal hier die Katakomben erkunden. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wenn ihr mögt, geht's dann Mittwoch weiter mit mehr The Guardians. Also würde ich sagen, bis dahin, gute Nacht.